Ultramarines. Frage. Haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weiß nicht, diese Unterstellungen, Zurückunterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen. Haltet ihr euch immer genau an das Protokoll und findet ihr, dass Asterix und Obelix nie so viel Ausstrahlung besessen haben wie die Römer? Dann kommt zu den Ultramarines. Bei den World Eaters haben wir ja bereits gelernt, dass die Farbtheorie nicht gerade das Steckenpferd des Imperators ist. Und so geht es ihm offenbar auch bei der Numerologie. Als 13. Legion sollte man meinen, dass Verrat und Unglück vorprogrammiert sind. Und natürlich habt ihr auch hin und wieder ein paar schlechte Tage, aber im Großen und Ganzen seid ihr ganz stabil. So stabil wie eure Gensaat. Denn die Gensaat der Ultramarines bringt viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel, dass ihr GWs Marketing-Maskottchen schlechthin seid. Wenn ihr Warhammer 40k gesehen habt, dann habt ihr auch die Ultramarines gesehen. Blau wie Thomas die Lokomotive, aber nie so blau wie ein Space Wolf. So kennen wir unsere Posterboys. Dies mag nun dafür sorgen, dass ihr vielleicht eine Abneigung gegen Schlumpfhausen entwickelt. Denn wer mag bitte schon den Klassenstreber, der allen anderen vorschreibt, was er am besten zu tun hat? Aber wenn die Klasse in dieser Metapher mehr ein Schlachthaus mit vollautomatischen Waffen ist, so würde ich empfehlen, vielleicht doch auf die Ratschläge der Ultramarines zu hören. In grauer Vorzeit, aber immer noch viel später als heute, vereinigte der Imperator die Mad Max-Wüste namens Terra. Und aus den Überresten zerschlagener Kriegerclans erschaffte der Imperator die Warborn. Mit dieser und vielen anderen frischen Space Marine Legionen fuhr er zu den Sternen und eroberte sie in einem Atemzug. Oder ein oder zwei mehr vielleicht. Wie jede Legion wart auch ihr auf der Suche nach eurem Genvater. Eurem Primarchen. Und ihr habt so unverschämtes Glück gehabt. Von allen Primarchen habt ihr den mit weitem Abstand kompetentesten. Reboot Gilliman, und das war das letzte Mal in diesem Video, dass ich diesen Namen richtig aussprechen werde. Roboter Gorillamann war sich immer bewusst, dass er mehr war als nur ein normaler Mensch. Er war größer, stärker und klüger als jede andere Seele in seinem Umfeld. Doch niemals ruhte sich Robbie Bubble Gurlyman darauf aus. Nein, er ist ein Workaholic mit großen Ambitionen. Die Expeditionsflotten erreichten das Sternsystem Ultramar und fanden ein gigantisches Vereinigtes Reich. Mehrere Planeten und Sonnensysteme waren unter friedlicher Flagge vereint. Ja gut, dazu kam es natürlich auch nur durch Krieg, Exekution und politische Intrigen, aber gemessen an Warhammer ist das noch Welpenstreichelzoo. Dem 13. Primarchen wurde sein Schicksal enthüllt und er wurde vor eine Wahl gestellt. Für die Unabhängigkeit kämpfen und wie jeder andere Primarch sein Eigentum wie ein Grundschüler verteidigen? Oder Ultramar einfach ein dickes Expansion Pack geben und es ins Imperium eingliedern? Gulliver entschied sich tatsächlich für die unblutige Variante. Fast so, als hätte er vergessen, dass es Warhammer heißt. Mensch Robert, es heißt Warhammer und nicht Peace and Texas Hammer. Denn das ist so das Meme, Gobot Rolliman mag Verwaltung und Steuern. Jo. Die Vereinigung von Ultramar und der Hauptwelt McCrack. Mit dem Imperator war eine saubere Sache. Und die Rüstungen der 13 Legionen wurden extra sauber poliert, um ihren Primarchen zu gefallen. Robolo Blabberman fand auch dafür das richtige Maß. Er ging nicht theatralisch vor seinen Söhnen auf die Knie wie die Pute und auch empfand er es als nicht angemessen, jeden 10. Astartes totkloppen zu lassen, um den eigenen Komplexen irgendetwas zu beweisen. Looking at you, Perto. Nein, Roland Grimace sah in den Ultramarines die perfekte Option, um seine Steuern noch effizienter einzutreiben. Und Zwangsdiplomatie mit Xenos-Völkern ist mit einem Bolter schon ein wenig einfacher. Er denkt einfach pragmatisch. Und von da an wart ihr bis in die Grimdark Future das Musterbeispiel für eine Space Marine Legion. Einserschüler wie die Children, nur ohne dass das eigene Ego die Hauptmotivation ist. Das einzige, als das sich die blauen Astartes sahen, waren funktionierende Zahnräder in der Maschinerie namens Imperium. Reboot, Gigabyte und Konsorten glaubten an das Imperium und an den Imperator. Sie glaubten an ihn. Aber nicht in dem Sinne, wie es die Worldbearers taten. Denn wenn wir jetzt wieder zurück zu der Schulhof-Metapher gehen, dann sind die Wordbearers ja
Diese verlogene Grinsebacke, die stets so tut, als wäre Altruismus der Inbegriff ihres Seins. Aber für jeden Außenstehenden ist es klar wie Kloßbrühe, dass diese Bratze dir in den Rucksack scheißen wird. Wenn man nicht vor Begeisterung aufgeschrien hat, wenn der religiöse Klebstoffschnüffler wieder eine potthässliche Burg im Kunstunterricht gebastelt hat. Die Burg in dieser Metapher ist eine Stadt. Und der Name dieser Stadt war Monarchia. Da ihr absolute Musterknaben wart und immer noch seid, schleppte euch der Imperator zu den Special Kids namens Wordbearers, um mal ordentlich mit denen zu schimpfen. Richtig gute Parenting-Skills. Das eine Kind in Grund und Boden brüllen, während Paps Liebling einfach daneben stehen darf. Aber ich gebe mal etwas Kontext. Der Imperator hatte im Grunde nur drei große Vorgaben für seine Legion. Erstens, erobert die Galaxis und macht mal Dalli. Zweitens, Religion ist pfui pfui und jeder, der auch nur Om sagt, bekommt ein ordentliches Omf auf die Birne. Drittens, es geht euch einen Scheiß an, was der Warp genau kann und mein komisches Stargate-Projekt auf Terra ist für euch tabu. Die Worldbearers mit ihrem Primarchen traumatisierter Messdiener ohne Ehre, Vernunft oder Charisma. So heißt er gar nicht. Lorga. Haben zwei dieser Vorgaben vorbildlich missachtet und um Nummer 3 hat sich Hellboy gekümmert. Die Träger des Wortes haben sich sehr viel Zeit gelassen, da sie ja den Glauben an den Gott-Imperator und das Volk bringen mussten. Und zum Ehren ihres Gottes Ems haben sie das 40k-Äquivalent zu Jerusalem erbaut. Ungünstig. Und anstatt, dass der Imperator mal kapiert, dass er entweder mehr Zeit mit seinen Söhnen verbringen sollte oder einen von ihnen nicht von vornherein auf Glauben programmiert, befehligt er nun, euch Ultramarines eben genau diese perfekte Stadt den Erdboden gleich zu machen. Tja, aber da steht ihr nun in den Ruinen von Lorgas Lebenswerk. Und tatütata, die Wordbearers sind da. Und Lorga ist stinksauer. Von diesem Tage an hasste er euren Primarchen. Und eure gesamte Legion. Nicht, dass das noch irgendwie Folgen haben sollte. Nee. So, und ich gehe jetzt mal ganz kurz aus meiner Rolle raus, weil hier will ich einfach mal kurz sagen, wie großartig ich dieses Buch finde. Kenne keine Furcht von Dan Abnett. Das ist die Schlacht von Cars und, mein TH ist es furchtbar. Und das ist das bisher für mich beste Buch der Horus Heresy, das ich gelesen / gehört habe. Mit diesem Buch habe ich begonnen, die Ultramarines zu lieben und die Wordbearers ebenso, aber beide für genau gegenteilige Gründe. Es ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite aus. Man muss schon gut Vorahnung haben, um das Gesamtwerk zu genießen, aber wenn man diese hat, dann erwartet einen ein Erlebnis. Achso, und jetzt kommen eben genau Spoiler zu diesem Buch. Es ist ein schöner Tag auf Karls. Die noch nicht tödliche Sonne scheint und ihr bereitet euch auf eine neue Kampagne vor. Nachdem Horus zum Kriegsmeister erklärt wurde, befahl er einen Schlachtzug, in dem die Ultramarines und Worldbearers Seite an Seite kämpfen sollten. Rob Zombie Guerillakrieg sah darin die Möglichkeit, die Wogen etwas zu glätten. Ihm ist zwar auf der Brücke seines Schiffes kurz rausgerutscht, dass er Lorga als politische Peinlichkeit empfindet, aber er gehört ja immerhin noch zur Familie. Und davon hat man ja nur eine. Und was reimt sich so ein bisschen auf Familie? Richtig, die Kampanile. Das Schlachtschiff Kampanile wird gekapert und brettert mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in den Raumhafen über Karls ein. 100.000 Raumschiffe, Hafenanlagen und noch mehr Raumschiffe werden in einer Sekunde vernichtet. Die Schrapnelle brechen wie Torpedos in alles, was außerhalb der absoluten Todeszone ist. Von Karls Himmel fallen kilometergroße Schlachtschiffkathedralen zu Boden. Feuerstürme und Tsunamis zerstören daraufhin die Oberfläche. Rob G wird ins Vakuum, ins All geschleudert, ohne Helm. Und irgendwo hockt noch dieser Wichser Erebus und verhext die Sonne. Ugh. Der Verrat wird euch Ultramarines mit einer Abrissbirnenklatsche vor Augen geführt. Ein Überraschungsangriff von nie zuvor gesehener Härte. Doch man sollte eine Sache nicht über die Ultramarines vergessen. Wenn du sie töten willst, dann mach's verdammt nochmal richtig. Denn das Motto lautet: Adapt, Improve, Overcome, Challenge Accepted. Ja gut, es hat ein wenig länger gedauert als üblich, denn Golloman hat in den ersten 5 Minuten verboten, das Feuer zu erwidern, denn kurz nach Einschlag der Kampanile haben auch die Schiffe der Wordbearers angefangen, auf alles zu ballern, was auch nur Gargamel zerquetschen würde. Aber warum brauchten die Ultramarines dieses Mal ein paar Minuten statt Sekunden? Liegt daran, dass Mr. Guillotine mit seinem Primarchenverstand nicht davon ausging, dass Lorga ihn volle Kanne hintergeht, sondern weil er ernsthaft glaubte, dass die Pfeife Lorga einfach wieder richtig verkackt hat.
und irgendwas wieder fehlinterpretiert hat oder so. Es ist so geil. Ich kann auch wirklich nicht sagen, welche Motivation naheliegender ist. Es ist immerhin Lorga. Viel zu schön. Leider beschwört Lorga einen Dämon auf die Brücke von McCracks Honor und dieser sprengt alles. Rowboat wird in den Orbit gesogen und weg war er. Das Gute ist, dass Ultramarines keine Schnappatmung bekommen, sollte der Verdacht bestehen, dass der Primarch tot ist. Wenn nix offiziell ist, sind es nur Theoretiker. Und jetzt war über Karls die Zeit der Praktiker angebrochen. Die Ultramarines koordinierten an jeder Station einen Gegenschlag und wenn die Wordbearers glaubten, sie hätten den Feind lebensbedrohlich verletzt, realisierten sie schnell, dass auch der Klassenstreber ordentlich Pump hatte und jetzt einmal zu oft einen Papierflieger abbekommen hatte. 1 Kilometer lang mit Lichtgeschwindigkeit natürlich. Die Mission der Wordbearers bestand darin, die Ultramarines weitestgehend von ihrer Kampfkraft zu befreien und den Primarchen im besten Fall zu töten. Sie begannen die noch funktionstüchtigen Schiffe der Ultramarines zu entern. Im luftleeren Vakuum schwirrten die Träger des Wortes wie Fliegen um einen sterbenden Körper. Doch mit einem Male ertönte im luftlosen Raum 2 Worte. Nicht wirklich, aber Klopf, Klopf. Wer ist da? Robust Gillisuit! Mit einer Energiefaust und ohne Helm ist er da. Oh, ich würde dies als einen der besten Momente aller Primarchen betiteln. Einfach die Balls zu haben, Robbie im luftleeren Raum überleben zu lassen und dann noch einen Haufen Wordbearers mit seiner Faust zu pulverisieren, weil er ein verdammter Primarch ist, ist einfach himmlisch. Nach der Schlacht verließ die 13 das System, um sich mit anderen Loyalisten zu verbünden. Unter Karls Oberfläche selbst tobte allerdings noch jahrelang der Krieg zwischen Ultramarines und Wordbearers. Die Kurzgeschichtensammlung Canon Karls, die mehrere Geschichten dieser Untergrundkriege erzählt, ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Während der restlichen Heresie wart ihr dann leider etwas unterrepräsentiert. Ja, da gab es diesen Sekundusquatsch, aber meh. Ihr seid schon die Posterboys von 40k. Nett, dass ihr euch in 30k etwas zurücknehmt und nicht mal an der finalen Schlacht um Terra teilnehmt. Ihr kommt ein wenig zu spät. Horus ist tot und euer Vater besitzt nun einen Festnetzanschluss. Rogel erholt sich etwas von der Belagerung von Terra und plant schon, wie er am besten den Iron Warriors ins Messer laufen wird. Jagatai wird von seiner Waifu wiederbelebt und auch das Täubchen ist tot. Mit all euren Rivalen aus dem Weg ließ Rolf Günther seine Knöchel knacken und schrieb das wohl wichtigste Buch neben dem Lectitio Divinitatus. Ich unterstelle Rob hierbei keineswegs, dass er machthungrig war. Gulli ist einfach ein perfekter Pragmatiker und es brauchte irgendeine Form von Prophylaxe, dass es nie wieder zu so einem gigantischen Verrat kommen wird. Er beschloss, dass es keine Space Marine Legion mehr geben wird. Jede Legion sollte sich in kleinere Orden unterteilen und jeder Orden sollte stets nur 1000 Space Marines im Einsatz haben. Kommt sicher gut beim Rest. Allen blutet die Nase von der größten Klopperei seit dem Krieg in den Himmeln und dann kommt einfach der Papa Schlumpf in polierter Rüstung und will den Ton angeben. Verständlich, dass er damit nicht nur Beifall erntete. Doch man muss hier einfach mal eine Lanze für RG brechen. Er ist einer der wenigen Primarchen, dessen Lösungsansätze nicht nur aus noch mehr Bolterschüssen bestehen. So sehr man ihm nachsagt, dass er steif wie ein Stock ist und deine Steuern haben will, ist er trotzdem bemerkenswert anpassungsfähig und willig, Dinge zu ändern, sollten neue Umstände dies nötig machen. Von allen Loyalisten hat er die geringsten Star-Allüren, trotz seines Status als Posterprimarch. Er war stets dabei, neue Ideen in seine Strategien zu implementieren und aus der Vergangenheit zu lernen und sie auch zu ehren. Einer meiner liebsten Stories passierte gerade eben bei der Schlacht um Karls. Eine Story, die eigentlich so gar nicht nach Ultramarines klingt, aber einfach nur genau deshalb geil ist. Aeonid Thiel, ich sag einfach jetzt Thiel, ich hasse das TH, lasst mich. War ein ziemlich frecher Ultramarine und kurz vor dem Kampanileneinschlag wartete er auf eine Zurechtweisung von seinem Primarchen. Thiel war ein ziemlicher Freidenker und als Zeichen seines Tadels musste er seinen Helm rot lackieren. Als dann aber die Kacke so richtig am Dampfen war, klaute er sich aus der privaten Waffenkammer seines Primarchens einfach die besten Stücke, trommelte ein paar Astartes zusammen und spielte seine eigene Version von The Imperium Strikes Back. Gulli Lulli Mulli Lulli 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 Man war von seinen Taten so sehr begeistert, dass er von da an veranlasste, dass jeder Sergeant durch einen roten Helm gekennzeichnet werden sollte. Ja. Die obercoolen Alternativfarben für Sergeants kommen einfach mal von einem Fuck the System Space Marine, der Chefs Tresor geplündert hat. Und warum? Weil er Ergebnisse geliefert hat und darauf kommt es an. Und hat der Codex Astartes nun für Ergebnisse gesorgt? Naja, Auslegungssache. Für uns im Hobby eigentlich nur was Positives, weil wir so die Freiheit haben, uns jeden eigenen Orden einfach auszudenken. Aber Okay, das war eine dumme Idee, mir fallen echt keine weiteren neuen Namen mehr ein. Also, Gilliman.
Gulliman kam leider nicht dazu, den Kodex im Laufe der Zeit ein wenig zu reformieren, da er außer Gefecht gesetzt war. Denn nach der Heresy hat er sich noch einmal mit Fulgrim gefetzt und ab da an war er Dornröschen. Die Jahrtausende vergingen und die Galaxis wandelte sich. Das Ende der Säkularisierung, Tyranniden, Zooritas, Erwachen der Necrons, noch mehr Tyranniden, Entdeckung der Tau und hab ich denn schon die Tyranniden erwähnt? Ihr als Ultramarines habt nämlich die Ehre, das Begrüßungsbuffet für die Dino-Käfer in der Grim Dark Future zu sein. Das Fiese ist nun, dass Tyranniden sich stets jeder Challenge anpassen können und bis dato gab es wohl kaum einen Feind, der den Ultramarines einen härteren Kampf abverlangt hat. Und nein, diese Ehre gönne ich nicht den Worldbearers. Die Tyranniden überfallen die Galaxis und als erste Station wird Ultramar auserkoren, eines der am schwersten zu erobernden Reiche in der gesamten Galaxie. Verteidigt von den Ultramarines war die Messlatte gleich mal sehr hoch angesetzt und so sahen sich die Tyranniden gezwungen, sich größere Strategien und Taktiken anzueignen. Man kann also sagen, dass eure hohe Effizienz erst dafür sorgte, dass die Tyranniden so stark wurden. Zumindest in der Theorie. Natürlich gewinnt ihr. Als Posterboys könnt ihr nicht sterben und so cool Tyranniden auch sind, sie sind nur eine Naturgewalt und diese eignen sich schlecht für Charakterentwicklung und ruhmreiche Taten. Die Jahre ohne euren Primarchen waren hart, aber ihr habt das Beste daraus gemacht. Der Codex Astartes ist in Gillimans Abwesenheit zu eurer Bibel geworden. Euer Buch, in dem alles drinsteht. Vielleicht fehlt es euch deshalb manchmal an Flexibilität, aber Rubuts Gensatz lässt immer wieder ein paar Rebellen heranwachsen, welche es verstehen, den Codex Astartes so zu interpretieren, wie es ihnen passt. Reformierung sollte erst wieder stattfinden, als euer Vater wieder die Bühne betrat. Die Wiederbelebung des Primarchen. GW roch natürlich das gute Geld und so brachten sie einen spielbaren, loyalen Primarchen in 40k zurück. Rob G. Reboot Gulliman ist wieder da und hat das Ruder über das Imperium übernommen. Nicht aus Machtgier oder Ego, sondern weil er einfach weiß, dass er aktuell der fähigste Mensch in der gesamten Galaxis ist. Und wenn es zu früheren Zeiten schon so schlimm war wie No Russian aus MW2, so ist das 40k-Universum nun in etwa so chaotisch wie No Russian mit Fortnite-Dance und bewaffneten Zivilisten. Das Imperium ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Euer Vater wird als Gott verehrt? Wo kommen diese grün leuchtenden Terminatoren her? Die Galaxis ist umrundet von Weltraumpiranias und meine eigenen Söhne haben sich mit Eldern verbündet, um mich durch ihren toten Gotteskult wiederzubeleben? Deshalb liebe ich auch einfach dieses Bild. Es soll eine Ehrung des wiederbelebten Primarchen darstellen, aber ich denke, Gulliman konnte diesen Moment kaum genießen. Mental versuchte er wohl immer noch die gesamte Situation zu kapieren, während ein verdammter Dämon ihm ein Halo auf den Kopf setzt. Gulliman hat ordentlich an Popularität gewonnen und so haben die Fans auch wieder für ihre eigenen Headcanon gesorgt. Denn auch wenn es keinen Verweis darauf in den Büchern gab und es lore-technisch eigentlich nahezu unmöglich ist, Reboot got laid. Diese reizende Elderdame mit einem Modegeschmack, der selbst Lady Gaga beschämen würde, war die Hauptdrahtzieherin, um den Primarchen zurück ins Leben zu holen. Und wir alle hoffen, dass sich Gulichad etwas bedanken durfte. Warum? Weil wir es ihm einfach gönnen und auch der verschrobenste Neckbeard vielleicht etwas Romantik vertragen könnte. Sie müssen ja nicht unbedingt miteinander knattern, aber lass sie doch wenigstens mal miteinander knuddeln. Ich meine, guck doch mal an, wie süß dieses Bild ist. Ach Gottchen. Ist ja fast so süß wie Sanguinius mit einem x-beliebigen Blood Angel. Ach, was rede ich da? Es sind ja alles nur Hoffnungen. Aber um ehrlich zu sein, denke ich schon, dass eine irgendwo vielleicht doch zärtere Note irgendwo hier und da dem Universum vielleicht auch mal etwas gut tun könnte. Ich will jetzt nicht das Ochs knuddeln statt moschen, aber das Potenzial in dieser grausamen Galaxis auch brauchbare Liebesgeschichten zu erzählen, ist doch sehr wohl vorhanden. Es kann doch nicht sein, dass das Romantischste, was wir haben, Typen in Gasmasken mit einer Schaufel sind. Was auch nur ein Meme ist. Aber es ist das 41. Millennium. Statt Entspannung dürfen sich die Ultramarines noch mit so gut wie jedem neuen alten Gegner beschäftigen. Mortarion gammelt alles voll, Magnus kommt in einen Nerd Rage, der Silent King ist wieder da und wir hoffen ja alle, dass die Skaven irgendwo doch Canon sind. Übrigens, in meiner Community ist das übrigens Fakt, dass die Skaven schon lange Teil des 40k-Universums sind. Dass es sie nicht gibt, ist einfach imperiale Propaganda, genau wie in Fantasy. Und der Beweis, ihr Anwerber der Ultramarines fragt mich hier nach Beweisen. Wie soll Reboot sonst das ganze Chaos managen, das er zu tun hat? Ich meine, das ganze Imperium, der große Riss, da ist ja einiges los. Hier ist es einfach Canon, dass er zur Ermunterung des Geistes einfach Warpstone schnupft, wie der Wolf of Wall Street seinen Disco-Schnee. I want to believe.
packt den Gladius aus und bringt eine chaotische Galaxie ein wenig Frieden und Ordnung. Tod dem Heretiker, dem Ketzer und dem Steuerhinterzieher. Denn die 13. Legion ist immer bereit, Antrag A38 auszufüllen. Ha, ist eine runde Sache. Startet und endet mit Asterix und Obelix. Die spinnen die Römer. So, willkommen auf der Endcard. Das Video ging doch wesentlich länger, als ich gedacht habe. Wir blieben mehr in der Heresy als in der Jetztzeit, aber hui. Ja, irgendwas mit Matt Ward hatte ich noch geplant. Habe ich dann doch rausgelassen, weil ich glaube, wenn ich mal irgendwas zu Grey Knights mache, dann denke ich mal, ja, da werde ich mich dann auch mit Matt Ward beschäftigen. Jo, bis dahin, like, kommentieren, Abo. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und jo, macht's gut.